Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video zeige ich euch, wie ich mir einen Surfer-Look mache. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Ja, Leute, ist komplett for free. Kostet gar nichts. Ja, letztens hat jemand in die Kommentare geschrieben, hey, hätte ich nicht gewusst, dass es kostenlos ist, hätte ich nicht draufgeklickt. Leute, das ist for free, kostet niente, nada, nichts. Und falls du Bock hast, folge mir auch gerne auf Instagram. Dort gibt es aber eher so privatere Einblicke von mir, als auch einige Outfit-Posts. Also wenn du Bock hast, ja, dort auch auf Abonnieren bzw. Follow klicken. Und da ist es auch kostenlos. So Leute, in diesem Video mache ich mir einen Surfer-Look. Und das Ganze ist auch gar nicht schwer. Das Ganze kam aber aus dem Grund, weil ein Kollege von mir gesagt hat, Daniel, Alter, wenn du deine Haare offen hast, ja, dann siehst du aus wie Gerard Butler im Film Mavericks. Und aus dem Grund habe ich eine Instagram-Umfrage gemacht und ca. 60% der Leute meinten, ja, es besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal ein Video dazu. Denn einige haben auch mein Istanbul-Video kommentiert, wo ich offene Haare hatte. Und da haben die gesagt, so, hey, wie hast du das gemacht mit deinen offenen Haaren? Und aus dem Grund gibt es heute dieses Video. Ja, Leute, es ist gar nicht so schwierig, diesen Surfer-Look zu machen, den ich jetzt gerade hier auf dem Kopf habe. Aber es kommt natürlich immer auf deine Haarstruktur an. Aber ich würde vorschlagen, nicht mal lange um heißen Brei herumreden, sondern starten wir einfach mal mit dem Styling. Ich bin aus der Dusche rausgekommen, hatte komplett nasse Haare und habe meine Haare dann ein wenig getrocknet. Mit dem Handtuch ganz vorsichtig, nicht zu trocken gemacht, sondern einfach Handtuch trocken, ein wenig trocken gerubbelt. Nicht an den Haaren ziehen, sondern einfach vorsichtig die Haare trocken machen mit dem Handtuch. Dann habe ich ein wenig Arganöl genommen, in meinen Händen verrieben und in die Spitzen von meinen Haaren einmassiert. Finde ich extrem wichtig, weil meine Haare, vor allen Dingen, wenn ich die Haare offen habe, die Spitzen haben halt ein bisschen zu wenig Feuchtigkeit. Ja? Wenn du auch da draußen lange Haare hast, dann kennst du das vielleicht. Haare verlieren so ein bisschen, ja, kriegen vielleicht auch Spliss, ja, an den Spitzen. Also die Spitzen müssen immer ein bisschen bearbeitet werden. Aus dem Grund ballere ich mir da ein bisschen Arganöl rein. Und welches Arganöl du nimmst, ja, das sei dir überlassen. Ich habe mittlerweile so viele zu Hause stehen, ich habe dann einfach irgendwas aus dem Regal genommen. Danach habe ich dann die Curl Defining Cream von Argan Deluxe verwendet. Ich habe das schön in meinen Händen verteilt und habe die Curl Defining Cream einfach als Pre-Styler in meine Haare einmassiert. Und während ich die Curl Defining Cream in meine Haare einmassiert habe, habe ich das auch wirklich schon ein bisschen gecurlt und das wirklich extremst in die Haare einmassiert, dass meine Haare schon so einen welligen, lockigen Look bekommen. Habe das Ganze so dann 5 Minuten einwirken lassen und habe dann ein weiteres Produkt genommen, Goldwell Roughman 4 verwendet. Habe da auch so, so ein bisschen was in meinen Händen verteilt, gar nicht so viel. Und das aber wirklich schön verteilt in den Händen, damit es auch überall ein wenig in den Haaren drin ist. Und ja, Leute, das war's dann auch schon, ja. So schnell geht dieser Surfer-Look. Also ich habe da echt nicht viel gemacht. Eigentlich nur 2 Produkte genommen, ja, weil das Arganöl zähle ich eigentlich nicht dazu. Das gehört eigentlich mehr so zur Pflege mit dazu, zur täglichen Haarpflegeroutine. Und gerade wenn du lange Haare hast bei den Spitzen, musst du das einfach reinmachen, ja. Ist einfach super. Und jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Findet ihr es cooler, lässiger, offene Haare zu haben, so wie jetzt? Oder findet ihr es cooler, einen Man-Bun zu machen, also Haare schön nach hinten gestriegelt? Könnt ihr mal abstimmen in die Kommentare, was ihr persönlich cooler findet. Und ihr könnt auch reinschreiben, ob tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit besteht mit Gerard Butler im Film Mavericks oder nicht. Also Leute, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Für mich ist es halt immer so, ich mache mir oft einen Man-Bun halt, ja, und deshalb ist es für mich halt voll ungewohnt, mich mit offenen Haaren zu sehen, ja. Aber schreibt es gerne in die Kommentare rein, ob ihr es cool und lässig findet oder ob ihr einen Man-Bun cooler findet. Und ganz wichtig an dieser Stelle, das Haarstyling-Tutorial, was ich jetzt hier gezeigt habe und was ich mit meinen Haaren gemacht habe, ja, das kannst du unter Umständen mit deinen Haaren nicht machen, ja? Wieso, weshalb, warum? Wenn du zum Beispiel glatte Haare hast, ja, so wirklich richtig glatte Haare, dann musst du einfach andere Produkte für deine Haare nehmen, um halt so einen Look hinzubekommen. Ist ja logisch, ja? Wenn du komplett glatte Haare hast, ja, dann musst du halt vielleicht zum Beispiel ein Sea Salt Spray nehmen oder halt was anderes, was die Haare einfach ein bisschen von der Struktur her anders macht. Ja, weil ich habe ja von der Struktur her lockige, wellige Haare, also war das für mich jetzt ganz easy. Und Leute, mein Angebot gilt nach wie vor. Wenn du dir unsicher bist in der Auswahl deines Haarstyling-Produktes, ja, dann schick mir eine E-Mail an info@daniel-korte.com mit deiner Frisur und ich antworte dir mit 3 passenden Haarstyling-Produkten, die zu deinem Haartyp passen. Also, falls du wissen möchtest, welche Produkte zu deinem Haartyp gut passen, schick mir einfach eine Mail. So Leute, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich über eure Kommentare und über eure Daumen. Ja, abonnieren kostet nichts, Daumen geben kostet auch nichts, Kommentare schreiben kostet auch nichts, nur ein bisschen Zeit. Also, ich freue mich über euren Support. Macht's gut, bis dahin. Peace out.